Also ich habe mich da mit sehr vielen theoretischen Sachen beschäftigt, aber der theoretische Teil spielt auch eine Rolle. Aber grundsätzlich soll es schon oder ist es hoffentlich auch eine durchaus spannende Geschichte mit neuen Ideen. Und ich hoffe, ich räume da auch mit gewissen Vorurteilen auf, wie es sei nicht finanzierbar. Wir haben ja nur 350 Milliarden im Staatshaushalt und so ein Quatsch, wenn man die Sozialabgaben rauslässt. Klar, kommt man auf so einen Blödsinn. Oder eben auch diese Idee, es sei eine Stilllegungsprämie. Also es wird kein Arbeitsverbot geben, kein Erwerbsarbeitsverbot. Das ist totaler Quatsch. Ja, ich hoffe, dass es einfach, dass dieses Buch debattiert wird, dass es gelesen wird und dass es einfach auch dazu beitragen kann, tatsächlich wieder utopisch zu denken. Und wenn dieses Buch vielleicht dazu beitragen kann, dass eben auch andere Utopien sich entwickeln, Leute Blogs schreiben, Bücher schreiben, Aufsätze schreiben, mit anderen Utopien und überhaupt wieder wagen, utopisch zu denken, dann wäre ich unglaublich glücklich darüber. Gut, dann erstmal Dank für die Info. Ja.